Herzlich willkommen zu Feuervogel TV. Endlich gibt's wieder Basketball mit Schmackes und Herzblut. Endlich wieder Bewegung am Ischeland mit dem Preseason-Highlight der Krombacher Challenge in der NRW Arena. Prominent besetzt, zu Gast die Bayern, die Telekom Baskets aus Bonn und die BG Göttingen, die im ersten Halbfinale auf das neue Team von Phoenix Hagen trifft. Das Team, das in der letzten Saison sensationell in die Playoffs eingezogen ist und den Fans auch in dieser Saison viel Freude bereiten will. Damit soll es natürlich gleich im Spiel gegen Göttingen losgehen. Halbfinale Nummer 1. Bei Phoenix fehlt immer noch Henry Duguid. Bei Göttingen auch ein Hagener, Ex-Phoenix-Spieler Dominik Spohr. Hagen gibt gleich Gas, will die Vorteile bei Tempo und Athletik aufs Parkett bringen. Göttingen fühlt sich aus der Distanz wohl, trifft 15 von 36 Dreiern. Aber nach und nach zeigt der Hagener Druck Wirkung. Plus 16 zur Halbzeit, das ist ein komfortabler Zwischenstand. Auf Hagener Seite schleicht sich aber die eine oder andere Unkonzentriertheit ein. Phoenix-Coach Ingo Freier erklärt sich das mit dem Zeitpunkt mitten in der Vorbereitung. Allerdings sagt er auch, das war so nicht abgesprochen. Göttingen kommt ran, zwischenzeitlich bis auf 4 Punkte. Larry Gordon erweist sich, wie häufig in der letzten Saison, als Leader und Leistungsträger, nicht zuletzt wegen seiner 36 Punkte. Er sorgt vor allem dafür, dass die Feuervögel das Spiel wieder in den Griff bekommen. Ganz hohe Präsenz, die dem Team viel gibt und den Fans Spaß macht. Unterm Strich ein standesgemäßes 106 zu 79. Ein Vorbereitungsspiel mit vielen guten Ansätzen macht Lust aufs Finale in der Krombacher Challenge. Aber gegen wen? Im zweiten Halbfinale der FC Bayern Basketball und die Telekom Baskets aus Bonn. Klangvolle Namen aus der BKBBL mit einem für sein Temperament bekannten Trainer an der Seitenlinie, Svetislav Pesic auf Münchner Seite, der wie gewohnt und gut zu sehen alles gibt. Es geht ausgeglichen los. Bei den Bayern spielt sicher eine Rolle, dass die Nationalspieler Benzing, Schafazik, Steiger und Djedovic entschuldigt fehlen wegen der EM. Dazu ist Bryce Taylor noch verletzt. Aber der Kader hat ja noch den einen oder anderen Spieler zu bieten, der durchaus beide Knie nach vorn hat. Bayern rotiert viel, Bonn versucht es aus der Distanz. Beide Teams suchen ihren Rhythmus und finden ihn erst ganz allmählich. Das Spiel bleibt eng. Bayern versucht's mit Größe, setzt John Bryant und Co. ein. Die Punkte wollen aber nicht so richtig fallen. Bei Bonn läuft es zwischenzeitlich runter. Die Telekom Baskets setzen sich ab, werden aber wieder eingefangen. Der Bonner Plus-1-Vorsprung zur Halbzeit wird zu Beginn des zweiten Durchgangs ausgebaut. Er ist zwischenzeitlich sogar zweistellig. Wie sich herausstellen soll, das Fundament für den späteren Sieg. Green mit Punkten, Bryant mit dem gewohnt präsenten Spiel unter den Körben
Die Bayern versuchen nochmal alles. Aber die Telekom Baskets halten sie auf Distanz. Am Ende 76-81. Die Telekom Baskets bekommen es also im Finale mit Gastgeber Phoenix Hagen zu tun. Im Spiel um Platz 3 der FC Bayern Basketball und die BG Göttingen.